Guten Morgen aus dem neuen Büro. Ich habe die Haare zu Berge stehen heute. Irgendwie wollen die mir nicht gehorchen. Heute ist wieder ordentlich Räumtag, aber in diesem Video geht es um was völlig anderes. Hier so am Räumen bin, freue ich mich natürlich ein Loch im Bauch. Ich war gestern mit meinen Jungs und Mädels beim Essen. Ich war beim Chinesen und habe so ein bisschen gefeiert. Einmal den Erfolg vom Wochenende. Mein kleiner Löwe ist Landesmeister geworden und das auch noch vorzeitig in der zweiten Runde durch Aufgabe. Ich habe mein Gewicht gebracht, musste nur via Walkover über die Waage zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die schon nächsten Monat stattfindet. Und ja, das war ein voller Erfolg auf der ganzen Linie und das hat mich natürlich total gefreut. Dann musste ich ein bisschen feiern gehen. Ja, meine Schüler haben auch alle ihre Challenge gepackt. Wir hatten eine Gewichtschallenge. Alle Mann, an dem Tag der Waage der Landesmeisterschaft müssen wir alle ein bestimmtes Gewicht bringen und das haben sie alle geschafft. Das haben wir gestern gefeiert. Wir haben ordentlich gefuttert. Ja, und deswegen bin ich natürlich heute umso mehr gut drauf und gut voller Taten dran. Denn bei mir waren das 7 Kilo. Ich habe dann, als ich im Oktober die EM abgesagt habe, habe ich mich so ein bisschen gehen lassen. Und für alle, die generell einen sportlichen Lifestyle haben, die wissen ganz genau, was ich meine, wenn ich sage, von 6-mal die Woche bis zu 2-mal am Tag Training runter auf 0, aber weiter futtern geht nicht gut. Und ja, dementsprechend war es bei mir zwischenzeitlich sage und schreibe stolze 57,5 Kilo. Das war nicht schön. Ich musste 51 Kilo bringen, habe 50,5 gebracht. Und dementsprechend natürlich kann mir heute Morgen gar keiner was. Ich bin voll gut drauf und voller Tatendrang. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Und räume jetzt einfach mein Büro auf heute, wenn ich es fertig mache. Und dann richtig schön in die nächste Woche starten. Es ist Tag 2 von meiner, nennen wir es Abnehm-Challenge. Muss ich langsam mit dem Training anfangen und gleich mit dem Abspecken. Yes, jetzt sieht es so langsam aus, wirklich wie ein Büro. Was mich natürlich noch ein bisschen stört, ist dieser Couchtisch, der da noch nicht hingehört. Aber sonst würde ich doch mal sagen, sieht das schon ganz gelungen aus. Hier fehlt natürlich noch der Hauptcomputer, der Dreh- und Angelpunkt meines Büros wird. Der steht noch woanders, damit ich mit Internet und so weiter, ne, damit man ein bisschen arbeiten kann natürlich. Damit ich auch immer fleißig die Vlogs hochladen kann. Denn Internet gibt es hier noch nicht. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Die Leitungen sind gelegt, die sind fertig. Da wartet das ganze Kabelgedöns noch auf den neuen Computer. Und dann bin ich fertig. Dann kann es hier losgehen. Wenn einer von euch übrigens noch Regalböden bräuchte, ich hätte da noch welche. Und jetzt geht's zum Training, zur nächsten Gewichtschallenge, denn man will sich auf dem Erfolg nicht ausruhen. Gestern ordentlich eskaliert im China-Restaurant und ab heute wird wieder ordentlich trainiert. Ja, in diesem Sinne, auf geht's!
Was sagen Sie als Terrorist dazu? Ja, also ich kriege ja keine Videos mehr von dir. Muss ich das jetzt selber machen?